Lad. Wir sind jetzt im Flughafen in London Heathrow und wir warten auf den Anschlussflug und gönnen uns hier einmal einen kleinen Snack, eine kleine Stärkung, bevor es dann jetzt noch 6 Stunden oder sowas, ne? Weitergeht in Richtung in 7 Stunden in Richtung JFK Airport. Also wir lassen uns jetzt hier ein bisschen Zeit und dann chillen wir uns noch ein bisschen hin, gucken uns die Flugzeuge an, schlafen vielleicht oder so. So, die Jungs und ich haben jetzt knapp 7 Stunden gechillt. Teilweise versucht zu schlafen, teilweise einfach nur rumgelaufen. Wir haben hier in Heathrow nicht einen Spot, wo man sich vernünftig hinlegen kann. Eigentlich haben die Bettsäle und so einen Scheiß, aber es ist laut. Halt doch die Klappe. Ja. Ist seit Covid zu und dementsprechend mussten wir halt gucken, wo wir geblieben sind. Ja. Aber gut, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt laufen wir gerade zum Gate, aka zum Flieger. Und dann geht der Flug los in Richtung USA von Heathrow aus. Das ist, glaube ich, ein 8-Stunden-Flug oder so. 9 Stunden vielleicht, ich weiß es nicht. Naja, schauen wir mal. Wir fliegen zum JFK Airport. Gut. Das ist der Flieger. Da. Und da gehen wir jetzt rein. Ja, wie wir sehen, wird... gutes Bild, sehr gut. Wird Lennart gerade gegen seinen Willen festgehalten. Der suspicious dude. Ja, aber sieht auch gefährlich aus. Kann nichts machen. Ja, müssen wir ohne weiter fliegen, I guess. Unlucky. Das ist eine Sache. Das wird alles schön aussortiert. Lass mal gucken, was gibt's da Schönes. Aber ich verstehe nicht warum. Also Loki, so, du siehst aus wie ein Terrorist, ja? Wir heißen beide Gesen, ja? Ja. Ich habe einen Bart wie eines anderen und, ja. Und er wird kontrolliert, die deutsche Kartoffel. Ja. Jetzt muss er doch Schuhe ausziehen. Ja. Ja, klar, die Schuhe könnten Bomben sein, I guess, keine Ahnung. Sure thing. Boys und ich sind jetzt angekommen in den USA. Am Flughafen sind auch durch die Kontrollen easy durchgekommen. Da sind die beiden. Und wir fahren jetzt mit den Trains wahrscheinlich unser Auto abholen und ja, gucken, dass wir dann zügig ins Hotel kommen, weil wir sind alle fix und fertig. Wir haben leider Mittelplätze gehabt, was ziemlich cringe ist. Und ich werde auf dem Rückflug auf jeden Fall gucken, dass ich keinen Mittelplatz habe. Aber ja, ich habe es überlebt, somehow. Ich bin ja jemand, der sehr schlecht still sitzen kann eigentlich, ja. Von daher
somehow it worked, I guess. Und ich bin froh, dass wir jetzt da sind. Und ja, wir sehen uns später im Hotel. Kuss, kuss. We are arriving at Federal Circle for hotel shuttles and rental cars. This is the Howard Beach train, stopping at Leopards Boulevard and Howard Beach for long-term parking, as well as connections to the A train. Stop. Look. Ein Bild in New York, ja. Der erste Moment in New York. Mit Smashburger. So, wir sind jetzt hier in New York am Start. Ja, riesige Tafel halt mit Sachen, Werbung und so Stuff. Das Smashburger. Die ersten Leute, die uns scammen wollen. Ja, läuft. So, wir kamen jetzt hier vorbeigelaufen an vielen Leuten, die Weed geraucht haben, an vielen Obdachlosen, an teilweise aber auch sehr schicken Leuten, Wohnungen. Also es ist ja alles irgendwie auf einem Fleck, nebeneinander, aufeinander. Und jetzt sind wir hier bei unserem ersten Hotel, Hyatt Place in New York. Ja, schade, dass Nick und Leonard wegrennen die ganze Zeit. Das nimmt mir ein bisschen mehr die Möglichkeit, hier die Atmosphäre einzufangen. Aber ja, I guess, die sind halt einfach müde. Dann gehe ich jetzt auch mal rein und dann sind wir uns auf dem Hotelzimmer. So, wir sind jetzt auf dem Hotelzimmer. Zimmer ist in Ordnung. Ein bisschen wenig Platz für drei Leute, aber sind wir selber schuld. Ist halt eigentlich für zwei Leute ausgelegt, aber jetzt mit Zustellbett. Ist das in Ordnung? Ich habe jetzt gerade von unten noch ein paar Sachen hochgeholt, die sie vergessen haben, für drei Leute vorzubereiten. Die waren sehr nett an der Rezeption, konnten uns weiterhelfen. Ja, und jetzt sind wir auf dem Hotelzimmer. Wir waren schon duschen jetzt. Nick ist gerade duschen. Und werden uns dann hinlegen. Dann ja, lade ich jetzt noch kurz den Vlog hoch und dann gehe ich auch schlafen. Und ja, dann gibt es morgen eventuell den nächsten Vlog. Es kann aber auch sein, je nachdem wie viel morgen passiert, dass ich dann stattdessen so mache, dass ich immer so ja für zwei Tage einen mache oder so. Aber für den heutigen Tag machen wir mal den ersten Vlog heute schon mal zu Ende. Und ja, lasst mich wissen. Ach, keine Ahnung, was sollen die Leute mich wissen lassen? Was sollen die in die Kommentare schreiben für den Algorithmus? Ja, alles. Alles. Wenn Sie einmal in New York wären, was würden Sie machen? Was Sie in New York machen oder was wir in New York machen wollen, nein. Genau, was wollen wir in New York? Ich wollte eigentlich unten noch rausgehen, weil ich habe eigentlich schon noch ein bisschen Bock gehabt, einmal mir die Gegend anzugucken und vielleicht auch noch was zu snacken in der Area hier. Aber Digga, ich habe mich nicht alleine rausgetraut. Und ja, das sollte man auch wirklich. Also ganz ehrlich, also, alleine nachts in New York ist nicht die beste. Alleine nachts in New York, jetzt, ey. Vor allem jetzt in Corona nicht mit Darmut, das sollte man nicht unterschätzen. Ja. Deswegen dachte ich mir, nur mal sicher, dann hungere ich lieber jetzt ein bisschen. Morgen gibt es ein lecker Frühstück. Und ja, ich lasse euch wissen, wie es weiterläuft. Haut da rein, Kuss.